Hallo, ihr liebsten Wesen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, heute ist mein letzter Abend. Ich bin immer noch in Masunte. Und es ist Mitternacht und ich habe meinen Tag sehr genossen. Ich habe gerade Abschied gefeiert und alle verabschiedet. Ich habe nach 5, 6 Tagen, die ich hier war, wirklich das Gefühl, eine Familie zurückzulassen. Wir waren alle zusammen essen und haben einen wunderschönen Jam am Beach gehabt. Und es war einfach traumhaft. Und ich habe gedacht, ich lasse den morgigen Tag einfach mal auf mich zukommen. Habe jetzt gerade gesehen, mein Flug geht relativ früh, um 9. Man soll ja 2 Stunden eher da sein, macht 7 Uhr. Der Flughafen ist 1 Stunde weg, macht 6, besten 5:30 oder 5 losfahren. Ja, und dann kam mir irgendwann der Gedanke, dass ich ja vielleicht da gar nicht hinkomme so gut. Und das ist mir gerade in der Gruppe aufgefallen, mit denen ich unterwegs war. Die haben gesagt, wow, weiß nicht, ob dann da Taxis fahren, ob du dann hier überhaupt ein Taxi triffst. Und die meinten, es sei hier dann so ein bisschen ausgestorben. Und deshalb hatte ich jetzt gerade eine sehr interessante Situation mit einem Straßenkünstler, der sehr gut Englisch kann und Spanisch natürlich. Der hat jetzt gerade mit einem Taxifahrer verhandelt, dass er mich um 5 Uhr morgens an meinem Campingplatz einsammelt, am Meerjungfrauenstrand. Was sehr wichtig ist, dass er das tut, weil wenn er das nicht tut, dann komme ich gar nicht hier hin, wo ich gerade bin. Das ist ein Riesenberg und mein Koffer hat mittlerweile ein kaputtes Rad und er ist einfach eine Peinlichkeit in sich. Und er holt mich dort um 5 Uhr ab und fährt mich zu diesem Huatalco Airport für 1.500 Pesos. Das sind umgerechnet 69 Euro. Das ist der Deal seines Lebens. Aber das hat mir jetzt hier gerade ein Einheimischer rausgehandelt. Also billiger wird es wohl nicht. Das würde mir die Hälfte kosten, wenn es ein bisschen später wäre. Aber and now it is like this, wie ich in der Yoga-Lehrer-Ausbildung gelernt habe. Also mir war das alles etwas zu heiß, das einfach auf der Straße mit irgendeinem windigen mexikanischen Taxifahrer auszumachen, ohne irgendeinen Beweis, irgendeine Vereinbarung, irgendeine Nummer zu haben. Also hat netterweise mein Dolmetscher von dem Taxifahrer seine WhatsApp-Kontaktdaten bekommen. Wir haben uns connected und dann habe ich nochmal so auf ganz deutsche Art eine Buchungsbestätigung geschickt. Ihr seht dort also, da steht 1.500 Pesos, 5 Uhr und El Copal ist nicht der Name meines Campingplatzes. Den kannte er nämlich nicht. Als Taxifahrer kennt er nur den super fancy Ort, wo ich davor gewohnt habe, wo ich da auf der Aussichtsplattform Geige gespielt habe, El Copal. Fand ich sehr witzig, dass das dann wieder mein Abholort war. Ja, und so war es also verabredet. Ich ganz erleichtert und einem wunderschönen, aufregenden, wilden letzten Abend in Mexiko stand nichts mehr im Wege. Das Witzige ist, ich habe dann gerade geguckt, wie viel Pesos ich überhaupt noch übrig habe. Es gibt nämlich hier gar keine Geldmaschine, gar keine ATM-Maschinen, beziehungsweise es gibt eine, aber da ist nie Geld drin. Das heißt, ich musste schon in Puerto Escondido Geld abheben und hatte ja schon vor einigen Videos irgendwie gesagt, dass ich ein bisschen zu viel Geld habe und dass ich irgendwie noch gucken muss, wie ich das irgendwie verprasse. Jetzt habe ich gerade mal geguckt und ich habe in meiner Tasche noch exakt 1.500 Pesos. Sehr kultiges Auto fährt hier zu vorbei. Ich habe in meiner Tasche exactly noch 1.500 Pesos. Das heißt, ich habe nicht mal Geld, mir am Flughafen ein Wasser zu kaufen oder so. Ich fliege ja noch nach Cancun. Oh Gott. Dann habe ich gerade mein Portemonnaie ausgekippt. Und da kam nur noch so ein paar deutsche Cent raus. Vielleicht muss ich morgen irgendwo am Airport irgendwie Straßenmusik machen oder so, falls ich mir Pizza möchte. Ja, und jetzt habe ich mich also darauf eingestimmt, dass es morgen also um 5 losgeht. Ich muss also irgendwie um spätestens 4 aufstehen und mein Zelt zusammenpacken. Es wird total dunkel sein, das alles zusammenklappen und noch ein paar Sachen da lassen und so weiter. Und wollte jetzt noch einen letzten Jam mit diesem Straßenkünstler haben, der gerade für mich den geilen Deal rausgehandelt hat. Und wir sitzen jetzt da hinten und ich wollte euch sowieso mal jemanden vorstellen, denn meine Freundin, die ich leider erst seit ein paar Tagen kenne, ist eine richtig coole Musikerin und sie spricht auch Vogelisch. Can you play? Oh, that's no. She speaks Birdish. Whoa. I
Hello everybody! Yeah. Here we are in Mazute! Hola! Don't forget to subscribe to our channel! Dazu gekommen, die kenne ich gar nicht. Ich wollte euch eigentlich nur den Typen vorstellen, der auf dem Boden sitzt. Oh, jetzt ist es mir auf dem Boden. Der hat mir das Taxi organisiert. Und die wunderschöne Dame, die Vogelisch kann, ist Jan einfach dazugekommen und hat mitgespielt und hatten zufällig auch alle Instrumente dabei. Aber die kenne ich gar nicht. Nur damit ihr so ein bisschen den Vibe hier versteht. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass wenn man hier um 2 Uhr morgens spielt und es kommen einfach Leute dazu und spielen einfach mit und sind einfach Friends, das ist natürlich dann ein bisschen auch schwierig, ist hier zurückzubleiben. Und es ist so warm, guck mal, ich habe das an und mir ist so heiß, es ist so warm hier. Und ja, den kenne ich auch, das ist Jared. Und Jared wollte mich eigentlich zum Flughafen fahren. Aber da dachte ich noch, dass ich von einem anderen Flughafen fliege. Ich habe mich auch schon im Tag geirrt. Ich dachte, dass ich übermorgen fliege von einem anderen Flughafen. Dann hat er gesagt, er bringt mich, weil er muss auch dahin. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich doch an einem anderen Tag fliege. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich von einem anderen Flughafen fliege. Und er hat gesagt, ich sei der schlechteste Deutsche, den er je getroffen hat. Weil ich so im Deutschsein so schlecht bin. Weil ich so schlecht organisiert bin. This is Jared. Jared is also called the fluffy one because his hair is extremely fluffy. And I was allowed to touch it already. Okay, ich muss Akku sparen, weil ich muss den Wecker hören. Der geht ja ein paar Stunden. Und ich kann ja erst aufräumen. Ich kann ja jetzt noch nicht aufräumen und dann einfach mit einem gepackten Koffer, weil ich muss ja
in diesen Dingen schlafen. Ich muss ja auf meiner Yogamatte liegen und dieses Fundament meines Koffers mich mit einem Handtuch zudecken, was ich noch jemand anders geben muss. Also muss ich jetzt erst schlafen gehen und dann den Wecker stellen und dafür brauche ich jetzt Strom. Deshalb lege ich jetzt auf. Ich nehme euch später noch mit auf diese krasse Reise, die wohl ein größer Joke wird. Ich zeige euch auch mal meinen Koffer und wie der so rollt. Will ich euch alles zeigen. Kein Problem. Kein Problem. Gib ich später. Ciao. Oh, mein Herz ist schwer. Diese Leute sind mir echt ans Herz gewachsen. Da habe ich schon ganz vielen Tschüss gesagt. Es sind nur noch Jared und Christina, die da sind. Aber die haben sie auch in sich. So mega lieb. Da hört man sie noch hinten singen. Okay. Ich habe jetzt noch genug Strom, um den Berg hochzukommen. Ich habe einen ganz schön weiten Weg durch die Dunkelheit. Ich habe nicht mal Schuhe an. Und da sind einige Stolperfallen auf dem Weg, wo ich jetzt drüber schweben muss. Und dann muss ich beim Zähneputzen noch ein bisschen das Handy laden, damit ich den Wecker höre um 4. Ja, ich gehe ja schon. Okay, ihr Süßen. Denkt an mich. Wenn ihr das hier guckt, bin ich hoffentlich schon lange zu Hause. Bin ich schon bei der kleinen Nü. Okay, bis später. Ich nehme euch weiterhin mit. Keine Sorge. Gut, dass ich das Licht mitgenommen habe. Hier ist nämlich eine Ameisenstraße. Und die Ameisen in Mexiko, kann ich euch sagen, sind richtig groß und richtig fleißig. Okay, here we go. Ihr Liebsten, dieses Video neigt sich nun dem Ende zu. Und ich finde es so cool, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Und so besonders und schön, dass ihr mein ganzes wildes und fantastisches Mexiko-Abenteuer mitverfolgt habt. Es hat mir so viel bedeutet, all diese Dinge, Begebenheiten, Abenteuer, Leid, all das mit euch zu teilen und habe mich sehr wohl dabei gefühlt und das sind wir alle gemeinsam auf einer Reise. Ich mit meinen bloßen Füßen und ihr purzelt durch meine Tasche. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es mir gerne drunter. Ich freue mich wieder total von euch zu lesen. Und ja, falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Bevor ich euch erzähle, was Krasses im nächsten Video kommt, gehen die Abenteuer auf diesem Kanal natürlich weiter. Ich kann euch jetzt schon jetzt verraten, dass noch total spannende Dinge passiert sind. Ich habe schon ein erstes kleines Konzert gespielt und habe kleinere Projekte in Angriff genommen, bei denen ich euch auch mitgenommen habe. Ihr seht, ich meine das mit dem YouTube-Game wirklich ernst und will versuchen, ob ich es hinkriege, euch jeden Sonntag eine kleine Liebesnachricht zu senden. Bis jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal gar nicht der allerschlechteste Deutsche, wie ich finde. Was in den nächsten Stunden passiert ist, kann ich einfach immer noch nicht glauben. Innerhalb von nur wenigen Stunden habe ich einen wunderschönen Engel getroffen und habe jemanden genannt. Warum? Erfahrt ihr nächste Woche um 21 Uhr. Ich freue mich mega auf euch. Habt's schön. Bis dann.